Hallo, ihr wundervollen Menschen da draußen. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich hier heute wieder auf meinem YouTube-Kanal Deine Seelenreise. Und heute habe ich wieder meine wundervolle Freundin Sandra Beiermann mit dabei. Hallöchen, seid gegrüßt. Ja, so, so schön, dass du heute wieder ein Kollektiv-Reading mit mir auslegst. Da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich auch. Oh, total schön, spannend. Wenn wir so zwei, wir beide auf die Energien schauen, ja. Und sich das Ganze ergänzt und das macht Spaß, das ist schön. Ja, und das macht Spaß, auf jeden Fall. Ja, wir legen aus natürlich wieder auf das Thema Liebe. Und ist halt die hochschwingendste Energie. Ja. Möchten wir natürlich alle wissen, was ist, wie geht's weiter. Und zu Beginn möchte ich dennoch euch danken für eure wundervollen Kommentare unter meinem letzten Video. Dazu möchte ich auch sagen, aufgrund der Seminarvorbereitungen habe ich jetzt noch nicht alle Kommentare gelesen, ganz bewusst, weil ich habe euch ja erzählt, dass es mir sehr wichtig ist, die Kommentare wirklich mit Zeit zu lesen, weil je nachdem, was da steht, ich mache mir Gedanken drum und schicke auch immer wirklich da eine schöne Energie rein in diese Situation. Und deswegen möchte ich Kommentare, die länger waren, nicht zwischen Tür und Angel lesen, sondern habe einfach mir gedacht, jetzt, wenn ich dann nach dem Seminar Zeit habe, dann nehme ich mir wirklich die Zeit zu lesen und vielleicht kann ich sogar auf den einen oder anderen Kommentar dann antworten, wenn es die Zeit zulässt. Genau, also vielen, vielen Dank für die lieben Kommentare, für euer Sein. Ihr seid wundervoll, das ist eine wunderbare Community. Und an dieser Stelle möchte ich auch kurz erwähnen, dass die Sandra Beiermann auch einen ganz neuen YouTube-Kanal hat, wo sie auch Karten auslegt. Magst du kurz sagen, wie dein Kanal heißt? Ja, der Kanal heißt Josfeel. Und ich mache das jetzt erst ganz kurz und es ist auch noch nicht so regelmäßig, aber ich denke mal, in der nächsten Zeit werde ich öfter mal so eine kleine Legung machen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal vorbeigucken. Freue ich mich. Ich denke mal, ich werde ab und zu eine Legung machen, also Kollektivlegung, oder ich werde mal irgendwie vielleicht eine kleine Jenseits-Message posten. Ja, das entwickelt sich aber alles noch und ich denke mal, irgendwie bald fange ich da so ein bisschen mit an, weil es ist einfach so schön, wenn man fürs Kollektiv auslegen darf und es macht wirklich Spaß. Also genau. Ja, habe ich Gefallen dran gefunden jetzt. Ja, und Sandra macht es ja auch mittlerweile schon seit über 15 Jahren, 20 Jahre, über 20 Jahre, ja. Legst du Karten aus. Ne? Und jetzt wird es langsam Zeit auch für YouTube. Ne? Ja, warum nicht? Ne? Lasst uns alle dran teilhaben an deiner wundervollen Legung. Es kann ja nicht schaden, wenn man mal eine kleine Info kriegt. Ne? Genau, wir werden auf jeden Fall den Link zu ihrer YouTube-Seite einmal unter diesem Video verlinken, sodass ihr dann einfach nur draufklicken könnt und dann zu ihren Videos kommt. Genau. Ja, dann am Ende des Readings, für alle, die interessiert sind, am Erwecke Deine Medialität Seminar, das findet statt am 27. und 28. August. Ihr könnt euch natürlich immer noch anmelden. Wir haben noch freie Plätze für die, die dabei sein möchten. Und wir werden am Ende des Readings, für die, die dann Interesse haben, könnt ihr einfach noch dranbleiben und dann werden wir noch kurz was darüber erzählen, was ihr denn da lernen könnt und was wir da so machen. Ist ein ganz, ganz wundervolles Seminar, spannend und ja, einfach ist ein sehr, sehr schönes Seminar. Gut, ihr Lieben, wir fangen an. Wir werden jetzt mit dem Rider-Waite-Tarot auf eine Hauptenergie schauen und gucken mal, was ist denn gerade los bei deinem Gegenüber, bei deinen Herzensmenschen. Und ich bitte an dieser Stelle Erzengel Michael um Unterstützung während dieses Readings für meine lieben Abonnenten, für meine lieben Zuschauer. Erzengel Michael, bitte bewache dieses Reading von Anfang bis zum Ende und lass durch diese Karten, die ich jetzt in der Hand halte, bitte nur die höchste Wahrheit und die höchste Liebe hindurchsprechen. Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, ich bitte um eine Karte als Hauptenergie. Was dürfen wir hier erfahren? Was ist wichtig zu wissen? Es wollen zwei raus. Wir haben hier einmal, wow, 9 der Schwerter und wir haben den Tod. Das bedeutet, ich zeige euch mal kurz das Bild, sehr aussagekräftig, und wir haben den Tod. Also hier scheint etwas zu Ende gegangen zu sein und das verursacht hier Kummer, nicht nur bei dir, denn wir wollen ja gerade auf deinen Herzensmenschen schauen. Etwas ist zu Ende gegangen, das heißt aber nicht, ihr Lieben, dass das jetzt das absolute Ende sein muss. Das heißt es nicht. Es ist jedenfalls im Augenblick so und es scheint auch wichtig zu sein. Weil nur wenn etwas, was irgendwie nicht mehr so funktioniert hat, was
einfach, vielleicht hattet ihr ein Hin und Her, on-off. Vielleicht hast du etwas rausgefunden, was dir nicht gefallen hat, was dich verletzt hat, was dich enttäuscht hat. Denk dir deine Situation rein. Du wirst am besten wissen, warum hier etwas zu Ende gegangen ist oder du selbst auch fühlst, dass hier etwas zu Ende gehen muss. Möglicherweise zunächst einmal, damit Neues entstehen kann. Vielleicht könnt ihr auf eine andere Weise wieder zueinander finden, zu einer späteren Zeit. Oder es ist erst einmal vom Leben so geführt und gewollt, weil es das gerade braucht, damit jeder für sich jetzt auch erstmal wieder in die Kraft finden kann, in die eigene. Weil hier ist mit 9 der Schwerter ganz viel Kummer. Ne? 9 der Schwerter spricht immer von Liebeskummer, von schlaflosen Nächten. Und dieses Gefühl auch, alleine gelassen worden zu sein, verlassen worden zu sein. Also hier ist ganz viel Trauer und hier hat wirklich jemand schlaflose Nächte. Ne? Es kann natürlich sein, bei Readings musst du immer schauen, in welcher Energie bist du gerade. Bist du in der Energie des Loslassers, ne, des Gefühlsklärers, also Verstandesmensch oder Herzensmensch. Das kann sich auch immer mal drehen, sich verändern, dass du mal Loslasser, Loslasserin bist oder mal bist du vielleicht Gefühlsklärer, Gefühlsklärerin. Und gerade in Seelenpartnerschaften haben wir das doch auch sehr oft, weil oftmals gehen diese Verbindungen ja wirklich und dieses Hin und Her über Jahre. Ja. Du entscheidest natürlich selbst, wie lange machst du das mit, aber hier ist ein Fakt, etwas ist zu Ende gegangen oder sollte zu Ende gehen, damit erstmal Neues entstehen kann, damit ihr jeder für sich jetzt in die Kraft kommen kann. Und man sieht aber hier bei deinem Herzensmenschen schlaflose Nacht, Albträume vielleicht sogar auch, ne? Vielleicht auch diese, nicht nur in der Nacht ein Albtraum, sondern auch tagsüber, dass es einfach wie ein Albtraum erscheint, das ist zwischen euch hier zu einer Distanzierung kam, Streit, ne, Diskussion und dadurch einfach diese Distanz da ist und man hier einfach merkt, ja, hier geht irgendwas scheinbar zu Ende. Genau. Also dein Herzensmensch ist jedenfalls sehr verzweifelt und hier kannst du sicher sein, es geht dieser Person schlecht. Es geht diesem Menschen nicht gut. Ne? Ja. Genau, wir schauen mal weiter, das ist die Hauptenergie, das ist so die Überschrift. Und wir schauen weiter mit den Lenormand-Karten. Wir werden hier die Lenormand-Karten nehmen, Love Lenormand von Nadine Breitenstein und Sandra wird dann mit dem wunderschönen Mondnacht Lenormand klären und wir schauen mal, was sich hier zeigt. Auch hier bitte ich jetzt um 9 Karten bitte. Höchste schöpferische Kraft, Erzengel Michael, ich bitte um 9 Karten. Sehr schön. Und die Herz-Seelen-Ebene bitte. Okay. Die fliegen schön. Ne? Die wollen alle raus. Ja. So, sehr schön. Okay. Wir haben einmal den Anker. Den Ring, wow. Da hängt aber jemand, ne, trotz hier, was hier war, passiert ist, irgendwie noch sehr in dieser Verbindung. Ne? Irgendwie hängt man da noch dran. Und wir haben den Turm. Ne? Der Turm spiegelt hier in den Anker rein und zeigt somit natürlich, dass auch wenn hier diese Verbindung gelebt werden möchte, auch dein Herzensmensch das gerne möchte, dieser oder diese dennoch hier total verschlossen ist, sich gerade zurückzieht, ist im Rückzug. Und hier kommt gerade nicht viel. Hier ist wirklich wie mit dem Tod dieser Stillstand erstmal da. So sehr, dass hier deinem Herzensmenschen auch wehtut, aber hier kommt man gerade erst einmal. Ne? Betonung liegt auf erst einmal, nicht weiter. Wie es weitergehen wird, werden wir gleich sehen. Ich würde erstmal sagen, das muss jetzt nicht definitiv sein für immer. Ne? Ich sehe das auch nicht so. Mhm, also ich kriege das von der Energie so auch nicht rein, dass das jetzt irgendwie ein Ende für immer ist. Wir haben das Ziel. Das Schiff, die rosarote Brille, seine Gedanken. Wenn du hier von
Mann zu Frau schaust oder von Frau zu Frau, kann das natürlich hier auch ihre Gedanken sein. Wir haben den Schlüssel. Und wir haben hier die Bejahung. Auch sehr schön, ne? Ja, also ich werde da jetzt mal reinfühlen und Sandra, du kannst gleich natürlich auch mit reinfühlen, was du noch zusätzlich an Botschaften durchbekommst. Also wir haben hier wirklich als Überschrift, dein Herzensmensch ist hier total traurig, hat Liebeskummer, hat auch, ja, wie so ein schlechtes Gewissen, bedauert sehr, was hier gewesen ist, was passiert ist, dass hier etwas zu Ende gegangen ist. Also dieser Mensch scheint hier zu wissen, dass er oder sie hier eine Verbindung, eine Beziehung losgelassen hat, im Rückzug ist, aber das ist nicht das, was dieser Mensch wollte. Aber aufgrund dessen, dass hier irgendwas passiert ist, ist die rosarote Brille einfach nicht mehr da. Die wurde abgelegt. Das Schiff steuert hier auf das Ziel zu. Ich zeige euch das nochmal. Und das zeigt auch nochmal von der Energie. Das Ziel dieses Menschen ist eigentlich hier diese Liebe mit dir zu leben, hier eine feste Verbindung zu haben mit dir. Ja? Das sind immerhin ja die Gedanken, die hier in deinem Gegenüber sind. Und dieser Mensch möchte zwar hier eine Lösung finden, aber im Moment durch diese Energien, die hier sind, der Tod, Neun der Schwerter, der Turm, ne? Es ist die rosarote Brille, die erstmal gefallen ist. Ist es gerade schwierig. Also dieser Mensch findet noch keine richtige Lösung, möchte aber, und ich sehe mit der Bejahung und dem Schlüssel und den Gedanken, dass dieser Mensch eine Lösung finden wird, auf dich zuzukommen. Denn am Ende bist du hier das Ziel, dieses Menschen mit dir hier eine Verbindung zu leben, leben zu können. Das ist schon das Ziel dieses Menschen, aber hier gibt es einfach irgendwie mit dem Turm auch, im Rider-Waite-Tarot haben wir Rückzug. Mit dem Turm, ja, Rückzug und auch da haben wir ja diesen Turm, wo alle runterspringen und Blitz und ne, Blitze schlagen ein und es brennt und alle springen raus. Also im Rider-Waite-Tarot ist der Turm ja auch, also irgendwas ist ja passiert. Irgendeine Auseinandersetzung, irgendwas, wo du sagst, dir hat etwas nicht mehr gepasst oder deinem Herzensmenschen nicht mehr. Und es ging dann erstmal so nicht weiter und somit erstmal auseinander. Ne? Wie gesagt, rosa-rote Brille trägt im Augenblick keiner von euch beiden mehr so wirklich. Irgendwas liegt hier total so im Argen. Ne? Ja. Es kann ja auch mehrere Reisegruppen jetzt auch geben, aber ich sehe auch mit dem Tod einfach, dass irgendwie eine Situation einfach beendet ist, einfach eine Situation, ne? Und dass da jemand sehr traurig ist oder Angst hat einfach, dass alles kaputt gehen könnte. Aber ich glaube nicht, dass alles kaputt ist, sondern nur, dass eine gewisse Phase, die jetzt gerade zu Ende geht und dass da jemand halt... ja, vielleicht irgendwie was getan hat, was nicht richtig war und was er jetzt bereut und Angst hat, dass das alles kaputt geht dadurch. Ja. Und aber diese Verankerung, die ist ja da und diese Verbindung ist auch da. Nur ihr seid vielleicht einfach die andere Reisegruppe jetzt im Rückzug und weiß ich nicht, vielleicht im Streit einfach und habt euch einfach zurückgezogen. Ne? Mhm. Aber das Ziel habt ihr ja schon vor Augen und die Sehnsucht ist ja auch da, die Anziehungskraft. Hier mit dem Schiff in der Hauptenergie. Ja, aber jetzt ist die rosa Brille, wie du schon sagtest, schon gefallen und man sieht erstmal die Realität, ne? Und denkt so, ja, alles klar, ne? Jetzt weiß ich aber, woran ich hier bin. Und ich glaube, das steuert jetzt dein Gegenüber auch richtig in die Gedanken rein und er möchte eine Lösung finden, dass alles wieder gut wird und dass diese Sachen beseitigt werden können. Dass es einfach wieder weitergeht. Aber wenn man so guckt, so Mitte der Karte ist ja das Schiff, das klar bedeutet Sehnsucht und sowas, aber auch so ein Dahinschaukeln, eine langsamer sich Vorgang, wieder annähern, langsam. Ja. Aber diese Bindung zieht sich auch eigentlich durch. Das heißt für mich eigentlich, wenn ich das sehe, nicht das Ende einer Beziehung, sondern einfach Krawall. Ja, es ja. ist richtig. Ja, ich könnte die Energie des Turms tatsächlich, weil im Lenormand hat der Turm natürlich auch sehr viele Bedeutungen, aber wir haben es nicht wie im Rider-Waite-Tarot, dass hier ein Blitz einschlägt und es brennt und Leute springen raus, aber ich bekomme das hier tatsächlich sehr stark als diese Energie durch. Ja. Du auch, ne? In sich. Also, so, gekehrt sein, einfach nachdenken, den anderen einfach nicht sehen wollen, weil der geht mir total auf den Nerven. Ich will ihn nicht sehen, ich möchte jetzt drüber nachdenken. Und hier braucht gerade jeder Zeit eine für Phase sich. Ist definitiv gestorben, sagen wir es mal so. Ne? Eine Phase in dieser Beziehung und deswegen muss jetzt eine neue anfangen. Und wenn man das schaffen will, muss man sich anstrengen, das steht fest. Ja, genau. Und da, der Herr denkt drüber nach oder die Dame. Ja. Weil hier ist jemand wirklich sehr fest, wie du schon sagst, verankert mit dir, ne? Du, die oder der uns hier zuschaut.
definitiv Sehnsucht ist da nach dir. Ne? Wir können ja noch mal ein bisschen hier definitiv was dazu klären. Ein paar Klärenkarten, Klärungskarten ziehen. Ne? Vielleicht verraten die uns ja noch was Schönes. Ups, da wollte einer. Schon raus. Ja, hier wieder die Bindung. Ja, wieder den Ring. Wir haben den Ring. Oh, guck mal, wunderbar. Die Sonne. Aha. Das ist ja sehr eigensinnig, ne? Ein sehr eigensinniges Tier. Ja. Ne, da weiß man nicht, wie sie gerade reagiert, ne? Genau. Die sind ja mal so, ne? Ja. Mal lassen sie sich streicheln, wenn sie ihren eigenen Kopf haben, dann verschwinden die aber einfach. Aber es ist ja ein sehr nettes, helles Miezekätzchen. Und die Bindung, die steht ja unter einem guten Stern. Ist es eine harmonische Beziehung oder kann es sein, wenn man da ein bisschen was investiert und nicht so eigensinnig ist und nicht immer egoistisch ist. Ja, ja. Und wenn man auch mal ein bisschen zuhört vor allen Dingen. Irgendwie kommt man immer zuhören rein und auch ein bisschen den anderen entgegenkommen. Mhm. Und manchmal muss man ein bisschen vom hohen Ross kommen und den anderen auch ein bisschen entgegenkommen einfach. Ja, genau. Also wenn man hier wirklich dieses Ziel vor Augen hat, was wir ja hier sehen und irgendwie dahin kommen möchte, ne? Also als Ziel zu sagen, man kommt da wirklich zusammen auf einen gemeinsamen Nenner, ne? Dann muss man auch hier was für tun. Ja. Hier, das hat so eine Energie tatsächlich auch der nächsten Schritte, wie das hier ausgehen kann. Und da wir hier die Gedanken haben, seine Gedanken und den Ring erneut, ein kostbarer Ring, ja, wirklich. Also haben wir ja hier ganz klar nochmal, die nächsten Schritte sind, dieser Mensch möchte diese Verbindung stärken wieder erneut, ne? Also möchte diese nicht komplett lahmlegen. Vielleicht für einen Augenblick hier, aber das bereitet ihm oder ihr ja hier unheimlich viel Kummer mit 9 der Schwerter. Ne? Und hier ist halt der Ring auch in den Gedanken und auf dem Bild, man sieht ja eigentlich, dass dieser Ring wertvoll für ihn ist. Ja. Ne? Die Perle da drin, die Brillanten oder was drin. Und das ist ja eine sehr wertvolle Sache, die auch mit der Sonne ist ja die Glückskarte, die unter einem guten Stern steht, ne? die einfach toll ist. Ja, und wo die korrespondiert ist, so schön hier hoch wieder, erneut in den Ring. Ne? Also da haben wir auch diese Korrespondenz hier. Was auch nochmal erneut zeigt, da wird sich jemand, auch wenn ganz langsam, auf den Weg machen. Aber ganz sicher wird er Aber ganz sicher. Mit dem Schlüssel, mit Sicherheit. Ja, und es ist ja nicht nur die Sicherheit, das ist auch eine Lösung finden für alles. Ne? Eine Lösung. Und das steht unter echt guten Sternen alles so. Ne? Ja, ja. Also hier ist nichts verloren, definitiv nicht. Ja. Es ist einfach so eine Phase des Stillstandes. Das braucht es, damit hier was Neues entstehen kann. Weil so wie es bis jetzt war, konnte es nicht weitergehen. Es braucht einfach jetzt erstmal diesen Cut, ne, mit dem Tod. Ja. Mhm. Ja. Ja, jetzt wird erstmal nachgedacht auf jeden Fall. Ja, genau. Ja. Ganz wichtig. Mhm. Ich würde noch ein Kärtchen ziehen. Mhm. Kleine Klärungskarte bitte. Oh ja. Ja, wir haben hier den Vampir. Ich zeige euch das mal. Zieht und zerrt ganz schön an euren Energien, ne? Also ich würde wirklich sagen an euren Energien, weil wahrscheinlich auch das Gegenüber, ne? Jeder verliert seine Energie, wenn er in so einer Situation ist, ne? Also hier wirklich, ne? Diese schlaflose Nacht, ne? Am nächsten Tag überhaupt nicht ausgeruht, ausgeschlafen, nicht fit, Gewissensbisse. Reue, die dieser Mensch verspürt, ne? Also irgendwas ist hier passiert und es ist sehr zehrt sehr an den Energien. Ja. Aber ist ja normal, ne? Definitiv. Kennen wir ja alle, ne? Ja. Aber auch das wird aufhören und wenn man sich Mühe gibt, steht es doch wirklich alles ganz gut, ne? Ja, ja. Also hier muss wirklich jemand sich nur trauen, sich auch zu bewegen. Damit hier etwas langsam wieder ins Lot kommen kann zwischen euch. Ne? Also hier so ist der Rat, ne? Spürst du auch? Also das Gegenüber sollte sich bewegen. Auf jeden Fall. Du, die hier oder der zuschaut, ist der Rat jetzt im Moment nichts zu tun. Ne? Weil wenn du was tust, dann ist es so irgendwie von der Energie hier mit der Katze
die Person kommt und geht aber wieder, ne? So wie sie will, kommt und geht wieder. Das ist eigentlich nichts dann ja. Beständiges. Dieser Mensch muss auf dich zukommen und genau. kommt zur richtigen Zeit und kommt zur richtigen Zeit beständig daher. Und es kann auch wirklich dann einfach Frieden kommen, ne? Dass man dann echt in diesen Frieden reinkommt. Ja, sieht gut aus. Also dass man dann auch wieder in der eigenen Kraft ist und in der Mitte, in der Mitte wieder ruht, in der eigenen. Ja. Aber dafür braucht es wirklich auch tatsächlich diesen Stillstand gerade, damit jeder für sich hier in sich geht und wieder Kraft tankt. Vor allem, dass du auch spürst, dir geht's gut und du bist im Frieden mit dir selbst. Dein Gegenüber darf das auch spüren und dann kann man auch wieder zueinander finden. Ja, und er kommt ja auch in die Sehnsucht, ne? Mhm. Er kommt in die Sehnsucht, indem er sich zurückzieht, ne? Ja. Weil dann weiß er erstmal, was er da gerade nicht mehr hat, ne? Ja. Und das wird ihm auch hundertprozentig bewusst. Mhm. Und dann steht das doch alles schon sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ja, also hier ist es nicht das Ende. Nee. Mhm. Können wir eine Karte ziehen so auf ihn? Mhm. Das Gegenüber? Genau, das dürfen wir dann noch erfahren. Was gibt es da noch? Klar, da wollten zwei Wochen raus. Wow. Ja. Da hält jemand ganz schön fest. Ja, Kind Gottes. Vielleicht noch mal ein bisschen näher, dass man wirklich sehen kann, da wie dieser Mensch da auch noch an etwas festhält. Und genau. Ja. Also von der Energie ist dieser Mensch, also schaut mal, ich muss euch das nochmal zeigen, da ist so ein Telefon. Ja? Und dieser Mensch wartet irgendwie sehnsüchtig scheinbar darauf, dass von dir was kommt. Aber möglicherweise bist du derzeit selbst in der Energie, dass du für dich weißt, ich melde mich erstmal nicht. Dieser Mensch hält aber hier einen Bilderrahmen fest, vielleicht wirklich mit euren Bildern, mit euren Fotos, schaut sie immer wieder an, kann nicht ganz loslassen, fühlt sich hier sehr einsam, also wieder so diese Energie der Einsamkeit, 9 der Schwerter. Aber ich denke auch, dass er einen Schubs kriegt von oben, ne, dass er weiß, okay, ist so gewollt, ne? Er wird es merken, ne? Und allein die Sehnsucht schon, wenn die hochkommt, das ist wirklich Gottes Hand, das ist Gottes Hand, die führt. Ja, und dieser Mensch hofft auch irgendwo darauf, dass das Leben jetzt vielleicht ein bisschen macht und führt, weil noch ist dieser Mensch ja nicht so weit, hier in die Pötte zu kommen, ne? So aus dem Quark zu kommen. Da hofft jemand auch darauf, so, ja, vielleicht macht das Leben ja irgendwie. Ja, er ist jetzt hier zurückgezogen und hält ein Bild im Arm, ne? Ja. Vielleicht von dir. Ja, also ich glaube das ganz stark, dass jemand hier wirklich sich Bilder anschaut, immer wieder. Das kommt sehr stark durch. Ja, sehe ich genauso. Ja. Eigentlich gar nicht so schlecht, wie wir am Anfang dachten. Genau, weil am Anfang die Energien, die waren ja wirklich sehr schwer, ne, sehr dunkel. Ja. Aber gut, das ist nun mal auch gerade der Ist-Zustand und die Realität, wie sie ist. Ne? Also du scheinst Kummer zu haben, aber wisse, dein Gegenüber hat unglaublich viel Liebeskummer auch. Ne? Also diesen Menschen geht es nicht gut mit dieser Situation. Ja. Das raubt euch beiden Energie. Ne? Ja. Und euren erholsamen Schlaf irgendwo auch. Ne? Aber das ist ja alles menschlich und das hatte jeder schon mal. Manchmal muss man sowas auch wirklich mitmachen, um einen Punkt im Leben zu erreichen, der einfach da ist, der da sein muss. Und man lernt ja daraus. Ja. Und die Situation sieht ja super aus eigentlich. Ja. Und wenn man dann noch schön einige Sachen einem klar werden, umso besser. Ne? Genau. Ich finde es auch interessant, die Karte, die auf der Rückseite ist des Kartendecks. Magst du mal zeigen? Ja. Da haben wir die. Wertlosigkeit. Ja, und auf dem Bild sehen wir einen Mann, der zwischen zwei größeren Personen steht. Und das zeigt hier so ganz klar, andere Menschen scheinen hier irgendwie das Sagen über diesen Menschen zu haben. Ne? Also dieser Mensch merkt, also das, was ich möchte, das, was ich sage, das, was ich von mir gebe, ist eigentlich total wertlos. Genau. Also er fühlt sich wertlos, weil er macht das, was andere sagen. Genau. Und ist ja schon traurig, wenn man so weit ist, dass man Sachen tut, die andere wollen, dann ist man sich selbst ja gar nicht treu. Ja, also da spürt dieser Mensch einfach in sich, da sieht man so ein Loch, ne? Also weil, wie soll dieser Mensch erfüllt sein oder diese Fülle spüren im Leben, wenn man halt immer das macht? Hier kehrt der Mann wahrscheinlich auch noch hier den Dreck weg von diesen größeren Personen, die halt als Metapher einfach jetzt dafür stehen, dass andere hier scheinbar immer diesen Menschen auch formen wollen. Ne? Und das, Sagen, das haben. Sagen haben. Du hast das und das zu machen, mach das so und so. Und wir wissen für dich besser, was,
was das Beste für dich ist, ne, definitiv. Und ja, also hier wird jemand auch sehr stark manipuliert. Ne? Und wenn du hier für dich fühlst, dass du damit in Resonanz gehst, dass du für dich schon diesen Gedanken hattest, dass dein Herzensmensch möglicherweise auch stark manipuliert wird, ne, vom Umfeld. Ja, das kommt gut hin. Ja, dann wird das wohl auch deine Legung sein, dein Reading sein hier. Ne? Und aus diesem Grunde fällt es diesen Menschen halt auch schwer, hier wirklich so auf dich zuzukommen. Ja, aber es sieht gut aus, wenn man hier so guckt. Ne? Es sieht gut aus, dass er das alles im Griff kriegt und dass er endlich weiß, wer er ist. Ja, definitiv. Ja. Ja, also spannend. Sehr spannend. Ja. Wir hoffen, dass euch das Reading gefallen hat. Für die, die jetzt noch dranbleiben möchten, wo wir noch kurz so ein bisschen erklären, was in dem Seminar Erwecke deine Medialität, genau was euch da erwartet, für die, die gerne dran teilnehmen möchten, bleibt gerne noch dran. Wir freuen uns natürlich über liebe Kommentare, über einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, wir machen ja immer mal wieder alle paar Monate ein gemeinsames Video. Ja. Vor allem immer, wenn wir ein Seminar zusammen geben, sind wir halt die Tage zusammen, dann passt das immer ganz schön. Ja, das stimmt. Genau. Also wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Reading, auch wenn hier schwere Energien erst waren, aber in dem Wissen, es wird ja alles wieder gut. Ja, dass ihr damit einfach mit einem schönen Gefühl jetzt auch dann ja den Abend ausklinken lassen könnt. Genau. Ja, schön. Gut. Ihr Lieben, dann für die, die Interesse haben am Erwecke deine Medialitätsseminar, also was wir darüber berichten können, ist zum einen für alle, die sagen, ja, Medialität und ich habe da Interesse dran, ich würde das so gerne machen, aber da können wir wirklich sagen, also den Zweifler, den könnt ihr wirklich ablegen. Dafür ist das Seminar ja da, genau. Um wirklich in 2 Tagen, ne, Samstag und Sonntag, wirklich dann euch dabei zu unterstützen und da zu sein und euch dahin zu führen und zu bringen, dass ihr genau diesen Zweifler ablegen könnt, ne, den wirklich in den Urlaub schicken könnt, sagen könnt, so, du hast hier nichts verloren, denn ich spüre in mir dieses Verlangen danach, einfach meine Intuition auch, ja, einfach auch mehr Raum zu geben, meiner Intuition und das Talent dazu hat ja jeder. Es ist niemand untalentiert, weil wir sind ja alle mit dem Göttlichen verbunden und es liegt also alles in uns. Man muss es einfach nur ein bisschen herauslassen und das machen wir eigentlich mit diesem Seminar. Wir lassen einfach mal alles raus und da kann man nichts falsch machen. Und alles zu und alle sind Anfänger, beziehungsweise jeder ist auch auf einem anderen Stand. Einige haben einfach vielleicht auch schon mal irgendwie, weiß ich nicht, Karten ausgelegt oder einfach auch stärker der Intuition vertraut und andere sind dann noch mal ein bisschen unsicherer und so ergänzt sich das ja auch ganz schön von der Gruppendynamik in so einem Seminar. Und ihr lernt, wie ihr euch mit euren Schutzengeln und geistigen Mentoren in Verbindung setzen könnt. Ihr lernt, euch mit anderen Seelen zu verbinden, sodass ihr ein Reading machen könnt und das sogar ganz ohne Karten tatsächlich, weil es ist ja die Medialität, die ihr mit reinnimmt. Und auch Jenseitskontakte herstellen, auch das lernt ihr unter anderem, also ganz, ganz viel. Wir haben ganz viele gechannelte Meditationen, wo wir gemeinsam das dritte Auge, also wirklich die Zirbeldrüse, reinigen, aktivieren. Ja. Also es ist ein ganz spannendes Seminar und wir freuen uns sehr über jeden, der mit dabei sein möchte. Über eure Anmeldungen einfach dann per Mail. Unter diesem Video findet ihr dann die Infos zu diesem Seminar und dann könnt ihr einfach auf den Link klicken und kommt direkt dann auf die Webseite. Genau. Genau. Und bei allen Fragen stehen wir euch natürlich sehr gerne per Mail jederzeit zur Verfügung. Und ja, wir freuen uns auf euch und auch auf das nächste Reading hier auf meinem YouTube-Kanal Deine Seelenreise. Tschüss, ihr Lieben. Tschüssi. Tschüss.